Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring. Ja, wir sind hier gerade am Die Klamm und wollen hier diesen Fluss entlang. Und das hier sieht natürlich auch sehr interessant und verdächtig aus. Da wollen wir mal einmal ganz kurz lang. Und ich glaube, das ist erstmal so unser letztes Ziel in Leonia, das von mir selbst gesetzt ist. Danach werde ich einmal schauen, was ich so übersehen habe. Und dann geht es in die Akademie. Ja, und dann können wir Leonia wahrscheinlich abschließen. Ja, die Dinger hier sind immer nervig, weil die irgendeinen ekelhaften Nebel immer versprühen. Ja, meistens Giftnebel. Okay. Ich würde hier gerne so wenig wie möglich übersehen. Ich glaube, das werden wir davon werden wir getroffen. Nein? Okay, perfekt. Wir werden ja immer mehr hier. Ja, aber da vorne leuchtet's schön. Das sammeln wir doch mal ein. Goldene Saat, das freut uns sehr. Boah, richtig hier Gelegenheit zum Umschauen bekomme ich ja nicht, ne? Hallo? Kann ich auf dem Pferd meine Laterne aktivieren? Naja. Das ist ja schön. Gut, aber mehr sehe ich jetzt hier trotzdem nicht. Oh, Schmiedestein der Stufe 5. Das ist schon ziemlich gut, so ein Schmiedestein der Stufe 5, oder? Was ist das jetzt hier für ein Ort der Gnade? Oh, will ich hier sein? Verhülltes Klammdorf. Ja, es ist ein Dorf. Mhm. Okay. Ja, ich sehe, dass hier eine Leiter nach oben ist. Ich will mich aber eigentlich hier erst nochmal umschauen. Weil vielleicht führt die Leiter irgendwo weiter hin und die ist direkt am Ort der Gnade. Da können wir immer nachgucken. Vorausgesetzt, ich vergesse es nicht. So, Kollege, was hast du? Kriegsasche, Barbaren... boah. Krass, aber... Das schreckt mich doch nicht so zu Tode. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, weiter wird es hier in die Richtung nicht gehen. Da ist ein Wasserfall. Ah, ich schaue hier nochmal. Nee. Ah, ich glaube, wir müssen die Leiter hoch. Wow. Okay. Ja gut, dann gehen wir wieder zum Ort der Gnade. Ich hoffe, die Erkundung geht jetzt nicht in eine Richtung, wo wir noch nicht sein sollten. Warum ist hier überhaupt schon ein Blutfleck? Ach, hey. Weil wir nähern uns halt jetzt hier sehr gefährlichem, unbekannten Gebiet. Wir waren ja nicht mal in Kaelid, sondern deswegen müssen wir aufpassen. Ich gehe nur so weit, wie ich mich traue. So, ich wollte einmal ganz kurz wieder auffrischen. Ich will jetzt nicht hier, wenn hier es nachher gefährlich wird, mit so angeschlagenen LP weiter und dann nachher dafür eine Heilung verschwenden. Keine Pferd voraus. Ich tippe mal, er meinte Fahrt, aber hat sich verschrieben. Ich höre jemanden hämmern. Also wie so ein Schmied. Och nee, das sind so die Viecher, die ich mit am nervigsten finde. Da wird bestimmt dann auch ein großer sein. Ja, jetzt werde ich paranoid. Hol ich mal raus. Okay, es wird wahrscheinlich ziemlich scary.
erwarte ich auch. Die Stimmung hier ist auf jeden Fall auch schon sehr gedrückt, ey. Oh, hier ist ein Tunnel. Nachricht voraus benötigt? Ich glaube nicht. Schwacher Feind? Liegt im Auge des Betrachters? Schmiedestein der Stufe 4. Es ist ein Tunnel. Okay, hält okay viel aus. Das ist jetzt entscheidend, wie viel Schaden die uns hier machen. Ob ich hier schon sein möchte. Finger anbieten? Ich glaube nicht. Ach, da ist die Leiter. Ich war jetzt schon so her. Wie komme ich denn hier weiter? Ja. Möchte ich in einem Tunnel, der hier so nah im unbekannten Gebiet ist? Vorsicht vor bösartige Personen. Ja, weiß ich jetzt auch schon wieder nicht, was... Ja, den habe ich schon gesehen. Ach, das sind diese Kleinen, die hier mit Rauch immer... Oh ja, ja, hier sind eine Menge von denen. Hallo. Die so versteckt und dich dann volle Kanne wegschnetzeln. Die ich ganz putzig fand. Schmiedestein der Stufe 3. Ja, in diesen Tunneln gibt es immer extrem viele Schmiedesteine. Ne? Oh. Ach, ich habe das noch nicht gegen Gift. Na gut. Haben wir neutralisierende Boli. So. Ah, ja. Ah, Gifte. Ja. Ah, ich wusste es! Ja, ich erwarte halt, dass hier noch irgendwo einer ist. Achtung, hoch sozusagen, Insekt. Hä? Boah, manche... Ich sollte aufhören, die Online-Nachrichten zu lesen. Die verunsichern mich nur unnötig. Was ich tatsächlich hier ein bisschen doof finde, ist, dass hier kein Ort der Gnade ist. Das heißt... Oh, da war was. Da war ein Item. Oh, hier ist, glaube ich, eine Menge, wenn man sich zwischendurch runterfallen lässt. Weiß nur nicht, ob es sich tatsächlich lohnt. Ich fand viele der Items so... Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, ich finde es doof, dass hier kein Ort der Gnade ist, weil dann musst du ja die ganzen Leitern wieder hoch, wenn du hier jetzt einmal umkommst. Das ist ein bisschen nervig vom Zeitaufwand her. Hi, ich bin die Ablöse. Ich habe die Schicht nach dir. Ich finde auch gut, die interessieren sich... Der interessiert sich, aber der andere... Nee. Okay, dann kümmern wir uns erst um den, der sich für uns interessiert. Oh, wow, wow. Pflege. Oh, hab ihn nicht erwischt. Wollte uns einfach eiskalt abfackeln. Oh, keine Ausdauer gehabt. Ah, wir sollten mal was trinken. Sprengsteinklumpen, mhm. Ich frage mich, wer die Leute hier einstellt. Ich besieg mal zuerst ihn hier. Ich wusste es.
Diese kleinen... Ah. Diese kleinen... Irgendwas. Ich sollte... Jetzt aufmerksamer. Vergift... Fallen sein. Okay, ja, wo lang? Wo lang? Hier ist sonst kein Gegner. Ah ja, wollte doch sagen. Glaube ich nicht. Das heißt, die gehen davon aus, dass man hier was klauen möchte? Was sind das schon für eine Erwartungshaltung? Ein Runenbogen, wow. Die haben aber auch echt gar keinen Bock hier zu arbeiten, ne? Ging wahrscheinlich nicht mal Mindestlohn, ey, da hätte ich auch keine Lust. Okay, weiter geht's. Bisher kommen wir gut voran. Dunkelschmiedestein der Stufe 4. Nett. Der Tunnel nimmt mich auf so viele unterschiedliche Arten. Hops, ey, das ist unglaublich. Ruinen übersäter Abgrund. Okay. Ein Ort der Gnade. Da kommt auf jeden Fall erstmal Freude auf. Ist das Ding einfach explodiert? Ich finde es sehr interessant, dass sie es hier schaffen, in diesem Spiel einen noch so häufig doch zu überraschen. Obwohl sie nicht viel an einem Spiel so ändern und auch an so Spielmechaniken und sowas. Okay, wir haben also jetzt gelernt, schön vorsichtig sein. Wir sind auch genügend Blutflecken, die uns auch dazu raten. Oh. Das hat mich ehrlich gesagt doch überrascht. Ja, ich wusste doch, da muss doch noch einer sein. Es sind noch mehr. So, du noch. Nein, jetzt komm. So. Eine Rune. Ich genieße das hier gerade alles mit Vorsicht. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu, würde ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier lang müssen. So. Oh, hier ist eine Leiter nach unten. Ah, wo lang wollen wir denn? Okay, das ist ein Arbeiter. Man kann hier natürlich auch jeden Moment runterfallen, ne?
Dunkelschmiedestein der Stufe 4. Ich weiß nicht warum, aber dieser Ort, der ist auch so düster, der lässt mich doch ein bisschen angespannt werden. Schauen wir doch mal, was mein Puls... Mein Puls sagt 75, so fühle ich mich nicht. Okay. Okay. Ich hätte jetzt auf 100 getippt, Oh! Wir können Geister rufen und wenn wir das können, dann machen wir das auch. Ist jetzt ein Boss oder einfach nur so viele Gegner? Hier wird auf jeden Fall wieder gesungen. Ja, ich verstehe, warum Wölfe hier vielleicht nett sind. Wir haben dem jetzt natürlich sehr viel Schaden gemacht. So dass das jetzt für uns nicht so notwendig war. Aber hier wird weiter fleißig gesungen. Da ist auf jeden Fall noch so einer. Achtung, Klacken. Ja, ja, die kennen wir aber schon. Das ist ja nichts Neues. Da wissen wir ja schon, dass man vorsichtig sein sollte. Ich höre, wie gesagt, immer noch einen in der Ferne singen. Weiß nicht, ob ihr das hören könnt, weil ich mache, wie gesagt, im Schnitt immer den Ingame-Sound ein bisschen leiser für euch. Und bei dem Wandern im Mausoleum habe ich gemerkt, dass das sinnvoll ist. Mann, ihr blöden Fliegeviecher. Aber jetzt solltet ihr ihn, glaube ich, auch hören, wenn ich jetzt nicht rede. Ja! Wenn wir Geister rufen können, rufen wir Geister. Keine Diskussion. Zu den Items, die hier alle rumliegen, gehen wir gleich. Vergiftet. Okay. Oh shit, ich muss mal heilen. Nein, ich habe sie weggerufen. Oder? Ist jetzt aufgelöst, oder? Da kam irgendwas. Mist. Ja, ich habe jetzt keinen neutralisierenden Boli. Bisschen nervig. Ich schau mal, ob ich einen herstellen kann.
nicht. Ah, wir haben keinen Höhlenmoos. Ja. Und ich. Die Anrufung Vergiftung heilen war ich noch so. Ah, hole ich mir mal nicht. Mann, das hatte ich sogar überlegt. Na ja, gut, dann müssen wir das jetzt hier ganz kurz ausharren. Ich krieg mal aber ordentlich Runenburg. Mann, ich müsste jetzt mal langsam echt einen benutzen. Bei Ausrüstung, oder? Ich weiß nur nicht ganz wo. Quasi hier oder? Nee. Wo wird denn das dann sein? Ist hier aktiv? Aha, okay. Okay. Ja, werden wir uns damit mal rumprobieren. Hier gibt es ein bisschen viel zu gucken. Hier ist ein Aufzug. Okay. Aber kommen wir von unten oder von oben? Wir kommen von unten, ne? Weil da geht es noch eine Leiter hoch. Da würde ich auch noch mal schauen. Voraus. Ja, ist ja egal, was voraus ist. Wir sammeln es ein. Bisschen ärgerlich, dass wir jetzt hier nichts mehr. Oh nein. Nichts mehr haben gegen die Vergiftung. Zuerst müssen die kleinen Scheißer weg. Der große wird wieder sehr unangenehm. Die habe ich, glaube ich, bisher nur auf dem Pferd besiegt, ne? Können wir hier aufs Pferd? Nein. Ha, ja, das wird eine neue Erfahrung. Ich werde aber nicht zurückschrecken. Wir werden das machen. Hier ist ja ein Ort der Gnade in der Nähe. War ich ein bisschen überambitioniert. Nein, 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 Spiel, Spiel. Okay. Jetzt ist es tot. Okay, das hat so viel besser geklappt, als ich dachte. So, wir bekommen einen Schmiedestein der Stufe 3 und ein Schlangengott-Krummschwert. Wir haben gerade auch ein Krummschwert. Ich schaue mir das sofort an und zwar wirklich. Ich neige ja dazu, anzukündigen, es mir anzugucken und dann erst in ein paar Folgen dann, oh nein, ich habe es vergessen, aber ich möchte hier eben sicher wieder zurückkehren. So, wie viele Tränke haben wir noch? 5, okay. Gut, dann geht's jetzt in den Fahrstuhl. Aber ich halte mich daran, dass ich gesagt habe, wir schauen uns jetzt erst das Schwert an. So, Nahkampfwaffen. Das hier finde ich immer noch sehr attraktiv. Ah, hier. Oh, wow. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich finde, das sieht eigentlich ganz solide aus, oder? Nicht, dass ich jetzt wechseln würde, weil ich liebe mein Schwert. So, was wird uns noch erwarten?
können halt keine Wölfe mehr rufen. Das ist ein bisschen... Ah, ein Ort der Gnade. Ja, preiset Gnade. Wisst ihr, was noch super an diesem Ort der Gnade ist? Ich würde jetzt einfach... Ah, wir uns wieder singen, es wird nochmal sowas kommen. Okay, ich wollte jetzt eiskalt einfach weitermachen. Bis quasi ein Ort der Gnade, Boss oder sonstiges kommt. Ja, aber wir können hier doch supi die Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!